Ich bin gelernter Landwirt. Einige Gäste haben früher immer zu mir gesagt, wieso nennst du dich Bauer? Das ist doch ein Schimpfwort. Sage ich, nö, bei mir nicht. Ich bin der Bauer Martin. Die Gäste, die hierher kommen, die sind im Urlaub. Das ist für die eine ganz wichtige heilige Woche. Regel Nummer 1 bei uns, immer lächeln. Der Bauer Martin macht morgens die Schlumpfensuppe, die rühre ich an, da kommt ein bisschen Lächeln mit rein und die Kinder müssen das trinken. Und dann müssen die immer lachen. Lachende Kinder, das ist genau meine Welt. Unsere Gäste kommen hier schon mit so einem Gefühl an und wissen, dass es hier sehr, sehr persönlich ist. Und ich glaube, dass das genau das ist, was die auf dem Bauernhof gut finden. Die fühlen sich hier von Anfang an gut aufgehoben. Den Kindern kannst du nichts vormachen. Ob sich jemand wirklich für sie interessiert, da haben die Antennen für. Das kriegen die sofort mit. Meine Frau Alexandra und ich wissen, wie wichtig es ist, auch mal im Urlaub abschalten zu können. Wir haben selber 2 Kinder. Wir versuchen für die Eltern, diesen Freiraum zu schaffen. Alles, was wir hier machen, kommt eigentlich von den Gästen. Ich höre immer zu, was sie für Ideen haben und dann machen wir das. Feierabend gibt es für mich gar nicht. Ich tanke die Energie durch das Positive, das uns die Gäste entgegenbringen. Glück bedeutet für mich, eine glückliche Familie zu haben. Der Rest kommt dann automatisch, glaube ich. Weiß ich.